Ja, und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei X-Plane 11. Ich habe mir gedacht, wir machen direkt mal noch einen zweiten Flug, weil der erste ja relativ gut lief. Wir sind wieder unterwegs mit dem Airbus A320. Willkommen zurück im Cockpit und ich würde sagen, wir fahren direkt mal zu unserer Runway. Park Break off. Denn alle Einstellungen sind schon gesettet. Wir sind eigentlich direkt bereit loszufliegen. Müssen halt bloß noch zu unserer Runway steuern. Und dann fliegen wir von Hamburg-Fuhlsbüttel nach Trondheim-Værnes in Norwegen. Da wird es dann wahrscheinlich auch ein bisschen schöne Landschaft zu sehen geben. Ja, Hamburg ist ja sowieso schon im Norden, das heißt, da verlassen wir Deutschland relativ schnell. Kleines bisschen noch über Schleswig-Holstein und dann geht es über Dänemark und dann über den Kattegat, beziehungsweise ja, das ist gerade so die Ecke, wo sich Kattegat und Skagerrak treffen. Und dann fliegen wir hoch nach Norwegen. Trondheim müsste so auf halber Strecke sein in Norwegen. Ja, so Mittel-Norwegen dächtig. Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, die Karte habe ich jetzt nicht vor Augen, aber ganz im Süden ist es jedenfalls nicht mehr. So, hier müssen wir mal kurz halten. Lufthansa 550, Contact Tower on 126.85. Contact Tower on 126.85. Lufthansa 550. Sibaya 15 Delta 9 Delta 1 Yankee 4. Tower. Lufthansa, so, dann checken wir beim Controller ein. Taxi 15 Delta 9 Delta 1 Yankee 4 58 Baron 5 X Ray Sierra. Lufthansa 550. Cross runway 15. Hold short of runway 5. So, na dann haben wir noch ein bisschen Strecke zurückzulegen, wie es aussieht. Wir müssen erstmal den Runway hier kreuzen. Und wahrscheinlich einmal lustig im Kreis fahren, weil wir sollen auf die 15 drauf. Na gut, ist halt so. Ich denke, auf jeden Fall wird das Ganze wieder ein bisschen geschnitten, sonst wird es einfach ein bisschen zu lang. Haben wir ja bei der letzten, beziehungsweise bei der ersten Folge überhaupt, bei diesem Spiel, haben wir es ja auch schon so gemacht. Und das machen wir jetzt wieder so, weil wie gesagt, das ist dann einfach ein bisschen, ja, ihr seht es ja schon. Wenn wir erstmal immer so eine halbe Stunde auf dem Boden rumgondeln, das ist nicht ganz so interessant. Hier mag es noch gehen, hier haben wir noch ein bisschen was zu sehen. Kleiner Tower hier. Ja, aber im Prinzip fahren wir bloß Taxi. Hoffentlich mit den Taxilichtern an. Jawohl, habe ich nicht vergessen. Ja, beim letzten Mal sind wir ja von Helsinki nach Stockholm geflogen. Und wer sich noch dran erinnert, wir hatten ja, nachdem wir diesen ersten verpassten Anflug gemeldet hatten in Stockholm, hatten wir diesen Alarm, diesen sogenannten TCAS Alert. Das war eine haarige Angelegenheit. Und ich bin ehrlich ganz froh, dass wir so reagiert hatten, dass wir nicht das gemacht haben, was uns das System gesagt hat. Der hat ja gesagt, wir sollen hochziehen. Wir waren aber sowieso gerade im Sinkflug und das war dann im Endeffekt auch die richtige Entscheidung. Und ich habe es mir dann auch mal angeschaut. Es sah so aus, als wäre die Maschine, die uns da fast gerammt hätte, auch gerade erst abgehoben.
November. Wir waren halt gerade im Sinkflug und der war im Steigflug. Also es war eine echt haarige Nummer. Und sowas kann natürlich auch im echten Leben passieren. Und dafür hast du halt dieses TCAS-System. Traffic Collision Alert System heißt es, glaube ich. Sicher bin ich mir da jetzt nicht. Traffic Collision auf jeden Fall Alert. Ja, Traffic Collision Alert System müsste es heißen. Und da gibt es dann halt diese Warnungen von wegen Traffic. Und je brisanter das dann wird, umso mehr Anweisungen kommen dann von einem System eben wie Climb oder Descent. Also dass du entweder hochziehen sollst oder die Maschine runterdrücken. Eben um etwaige Kollisionen in der Luft zu vermeiden. Das ist, glaube ich, was, das will man nicht unbedingt haben. So, wir fahren ja schon wieder ein paar Minuten nur durch die Gegend mit unserer Lufthansa-Maschine. Müssten aber gleich da sein. So, die Flaps haben wir schon auf 1 stehen. Das seht ihr ja hier. Oh, da kommen wir ein bisschen vom Weg ab hier. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, Wetter ist bestens. Ist aber auch manuell eingestellt. Ich hatte hier gerade, ich weiß nicht, die Server sind wahrscheinlich gerade ein bisschen down oder was, keine Ahnung. Man kann das Wetter ja auch eigentlich vom Server holen, also Echtwetterdaten abrufen, das geht aber gerade irgendwie nicht. Sagt mir gerade ein bisschen irgendwie nicht möglich, Wetterdaten abrufen nicht möglich. Dann fliegen wir halt selbst bei schönstem Wetter, da machen wir nichts verkehrt. Und dann haben wir auch gleich unsere Startbahn erreicht. Jo. So, da haben wir die Startfreigabe bekommen. So, hier haben wir alles gecheckt. Flughöhe 320 ist eingegeben. Auto Thrust ist nicht gesettet. Der ist jetzt gesettet. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich gleich einen Rolling Start machen. Insofern wir hier gerade drauf sind. Dann beschleunigen wir die Sache nämlich mal ein bisschen. Power Set Check. Dann behalten wir unser E-Cam ein bisschen im Bild, unseren künstlichen Horizont, den brauchen wir. 100 knots. Check. Und Gear up. Gear up. Positive climb. November. Fly heading 050. Runway 5. You're clear for takeoff. 050. Runway 5. 700. Yeah, six. November. 550. Contact center on 135.95. So, ja, haben wir geschafft. Dann gehen wir direkt in den Autopilot.
Einen müssen wir nochmal rausnehmen. Das wird nix. Speed check. Flaps zero. Das wird so nix. Dann übernehmen wir halt nochmal selbst kurz die Kontrolle. 737-800. So. Autopilot 1, cross check. 737-800. November. Amber. Rules model. Altimeter 3031. So, jetzt haben wir es. Da waren nämlich die Höhe noch nicht drin. So, das lief doch alles glatt soweit. Kleines Problemchen mit dem Autopiloten, aber das haben wir auch schnell in den Griff bekommen. Und jetzt sind wir auf Kurs. Und dann können wir jetzt auch unseren Climb Expediten, also unseren Steigflug ausführen. Flight Level 320, das heißt 32.000 Fuß haben wir eingegeben. Und das wird ein Weilchen dauern, bis wir da oben sind. So, hier machen wir mal ein paar Lichter an und die machen wir aus. Und dann würde ich sagen, wir steigen erstmal eine Weilchen und melde mich dann zurück, wenn wir die Reiseflughöhe erreicht haben. Ihr kennt das ja schon. Vielleicht gibt es zwischendrin wieder ein bisschen, ja, ein paar kleine Bildchen mit Musik untermalt. Mal gucken. Lasst euch überraschen. Bis gleich. So, Freunde, da sind wir wieder und wir haben unsere Flughöhe erreicht. Wir befinden uns jetzt in 32.000 Fuß. Das sind, wie wir hier schön sehen können, 9.759 Meter. Ja, wir sind auch schon über Dänemark. Fliegen jetzt Richtung Lillebælt, also Richtung Kleinbælt. Das ist die Querung zwischen Jütland und Fünen. Ja, und dann haben wir noch ganz geschmeidige 497 Meilen zu fliegen. Und keine Angst, das müsst ihr nicht live jetzt mit erleben. Ich schneide das zurecht. Ihr werdet die... ja, okay, warum? Ja, ihr werdet die besten Szenen dann sehen. Ich schneide ein bisschen was raus. Und wenn es ein paar schöne Landschaftsbilder gibt... Jetzt müssen wir erstmal gucken. Er sagt uns, wir sollen auf Fluglevel 320 steigen, obwohl wir da schon sind. Ja, das hatte ich hier schon ein paar Mal. Das ist irgendwie so ein bisschen. Da müssen wir mal 200 Fuß drauf geben. Ich weiß nicht, warum es so ist, ob das was mit dem Flugzeugmodell zu tun hat. Das ist irgendwie, manchmal haut es nicht hin. Der Höhenmesser, also der Luftdruck ist gesettet, also es stimmt alles. Naja, kriegen wir alles hin. So, und wie gesagt, wenn es dann landschaftlich ein paar schöne Sachen gibt, dann werdet ihr die auf jeden Fall sehen. Ansonsten sehen wir uns, beziehungsweise hören wir uns wieder, wenn es dann auf den Anflug geht in Trondheim. Bis dahin wünsche ich euch erstmal viel Spaß und bis nachher. Ciao.
So Freunde, kurze Info für zwischendurch. Wir sind jetzt über Norwegen und nähern uns dem Flughafen Oslo Gardermoen, den wir natürlich in dem Fall überfliegen. ENGM, da habt ihr das. Der sollte dann links vor uns auftauchen. Ja, da wisst ihr Bescheid, wir sind über Norwegen, wir haben es bis Trondheim jetzt noch 209 Meilen und dann melde ich mich wieder, wenn wir deinen Anflug starten. Ich hoffe, diesmal kommen wir direkt rein, ohne erstmal einen Go-Around fliegen zu müssen, aber das werden wir sehen. Ich melde mich dann zurück. Ihr seht bis dahin wahrscheinlich ein paar Bilder, wie wir Oslo überfliegen, also ich sage bis nachher, ciao. Melde ich mich dann auch wieder zurück. Wir befinden uns nämlich jetzt so langsam, aber sicher im Landeanflug auf Trondheim. Aktuell waren wir bis eben noch auf 11.000 Fuß. Soweit durften wir schon runtergehen. Jetzt dürfen wir auf 7.000 runter. Und wir müssen da natürlich auch schon ein bisschen aufpassen wegen dem Terrain. Denn in Norwegen ist es ein bisschen bergiger. Da gibt es doch das ein oder andere Gebirge. Und das Spiel ist manchmal, oder der ATC-Controller im Spiel ist manchmal nicht ganz der hellste und lotst dich da irgendwo runter, mitten in die Berge. Ich musste einmal auf einem anderen Flug, den ich mal so gemacht habe, musste ich einmal schon im letzten Moment hochziehen, weil er mich im Dunkeln da fast gegen den Berg schellen gelassen hätte, so rum. Ja, also da müssen wir ein bisschen aufpassen, das Terrain so ein bisschen im Auge behalten. 7.000 Fuß sollten noch machbar sein. Wir haben jetzt noch 36 Meilen. Ist also nicht mehr ganz so weit. Und es ist echt eine nice Landschaft. Ich war leider noch nie in Norwegen. Ich möchte da echt gerne mal hin. Es sieht richtig, richtig geil aus hier. Wirklich sehr, sehr schön. So, aber wir dürfen natürlich auch unsere technischen Aspekte hier nicht aus den Augen lassen. So, ich mache jetzt erstmal kurz ein paar Einstellungen. So. Und dann haben wir nämlich hier schon unseren Flughafen, Vernes. Da stellen wir dann noch unser ILS darauf ein, dass hier alles klar geht. Ja, echt schön. Richtig geil. So, da fährt sogar ein Zug. Kriegen wir den ran? Bäh. Wo ist er hin? Da. Da fährt sogar ein Zug. So, unsere 7000 Fuß haben wir gleich erreicht. Wir machen schon mal die Autobrake scharf. Na, jetzt haben wir es. Spoilers retracted. So, da haben wir noch 30 Meilen. Vectors for the visual runway 9, descend and maintain 5000. Loop Hansa 550. So, wir kriegen Runway 9. Da müssen wir mal gucken, das ist der da drüben. Das gefällt mir. Das ist gut. Da kommen wir schön über links rein. Sollte diesmal besser klappen. So 110,3.
110,3, das ILS steht. Na, was machst du denn? Müssen wir es besser aktivieren. Das haben wir auch. So, dann können wir die Speed schon mal ein bisschen reduzieren. Spoilers half. Jetzt haben wir natürlich genau die Sonne hier auf unserem Display. Das ist nicht ganz so optimal. Müssen wir mit leben. Weil diese Sonnenrollos hier, die bringen einfach mal gar nichts. Die sind leider bloß Deko. Oh, guckt euch die Landschaft an, Leute. Guckt euch das an. Ist das nicht herrlich? Oh, schön. Ich liebe ja so eine raue Landschaft. Ich mag das. Das ist so geil. So, also tiefer als 5000 dürften wir im Moment noch gar nicht gehen dürfen. Denn wir sind schon relativ weit unten und da vorne haben wir noch ein bisschen Gebirge. Ja, so ein bisschen Fjorde. Fjorde würde ich schon fast sagen. So, 230 könnte man jetzt letztes ausfahren, muss, ja doch, komm. Speed check, Flaps 1. So, dann können wir die Flaps auf 1 stellen. 20 Meilen haben wir noch, das heißt wir reduzieren die Speed mal auf 200. Ja, voll die Sonne drauf, aber es dürfte sich gleich ändern. Denn wir müssen ja noch mal links rumfliegen, da haben wir die Sonne dann nicht mehr drauf. Wir müssten eigentlich jeden Moment einen neuen Kurs bekommen. Eine neue Heading. Hallo? Was war das denn? Das war ja gerade merkwürdig. Speed check, Flaps 2. Gut, dann fahren wir die Flaps auf 2. 16 Meilen, gut, wir müssen auf den Turn fliegen. Ey, jo, ich glaube, wir sehen den Flughafen schon. Da hinten ist er. Da haben wir Trondheim-Værnes. Sollte terrain-technisch jetzt nicht ganz so problematisch sein, wie ich dachte. Die Berge sind dahinter. Das heißt, wir fliegen vor den Bergen rein. Jo. Müsste hinhauen. Descend. Was denn jetzt wieder? Clear of conflict. Schon wieder? Ich habe nichts gesehen. Hä? Also diesmal. Traffic. Wo denn jetzt wieder? Traffic. 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 Climb. Climb. Ich sehe aber nichts. Climb. Climb now. 3, 1. Climb. Climb now. Climb. Climb now. Climb. Climb now. Ich weiß nicht, was er hat, aber... Fear of conflict. Alter. Der macht ja wieder Sachen mit uns hier. Autopilot 1, cross-check. Speed is not okay for next flaps position. Speed checked. Flaps 1. Autopilot 1. Cross check. So, 270, 2000. Na, das ist ja wieder eine Aktion hier. Ich weiß nicht, ob wir mal einen Flug hinbekommen ohne Traffic Alert.
Lufthansa 550. Vor allen Dingen, ich habe nichts gesehen. Also ich weiß nicht, ob ihr irgendwas gesehen habt. Weder auf dem Display noch in der Luft selber war irgendwas zu sehen. Und trotzdem kriegen wir wieder einen Alarm her. Das ist ja super optimal. Also ich glaube, wir haben noch ganz gut reagiert. Ich weiß, wie gesagt, ihr habt nichts gesehen, aber ich habe einfach mal hochgezogen. Wenn das System das sagt, dann wird es schon irgendwie recht haben. Speed is not okay for next flaps position. Jo, 215. Spoilers half. So, mal auf die Karte schauen. Ja, okay, da können wir das Speed gleich mal ein bisschen reduzieren. 2500. So, jetzt sind schon 2500 Fuß über Grund. Wie gesagt, wir müssen da echt ein bisschen aufpassen jetzt. Denn das geht schon ziemlich weit runter. 1800 und noch 1000. Alter, da sind wir ja 900 Fuß über den Grund. Das wird eng. Aber das wird schon mächtig eng. Da freuen sich aber die Leute. Ja, ja. Wir kriegen jetzt schon die Terrain Warning. Geil. Ach Gott, was machen die denn hier immer? Spoilers retracting. Pull up. Terrain, terrain. Pull up. Terrain, terrain. Pull up. Ja, wir sind gleich grün. Wir sind gleich grün. Das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, diese ATC hier im Spiel, die berücksichtigt irgendwie das Terrain nicht. Ich weiß nicht warum. Speed checked. Flaps 2. Weil jetzt sind wir wirklich nah am Grund. 5-5-0. Flyheading 360. So, 360. 360. Lufthansa 5-5-0. Ich glaube, das werden wir noch ein bisschen öfter hören jetzt. Und es kann halt passieren, dass wir wirklich nochmal hochziehen müssen. Wir sind 1100 Fuß über Grund. Das ist nicht wirklich viel. Naja, die Landschaft entschädigt ein bisschen dafür. Für diese verkorkste ATC-Anweisung. Ah, herrlich. Ja, ja, noch haben wir hier noch Luft unter uns. 1100 Fuß, das wird gleich nochmal ein bisschen weniger. Ihr seht ja, das ist blau. Ah, da ist die Stadt. Ist das nicht geil? Das ist natürlich der Vorteil davon, wenn man so tief fliegt, man sieht ein bisschen mehr. So, ich guck trotzdem mal, dass wir nicht zu viel sehen und vor allem nicht, dass wir es von zu nahe sehen. Aber das ist schon geil jetzt. Das macht Laune. So, dann sind wir echt nicht mehr weit vom Flughafen weg, das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, wir reduzieren die Speed. Und fliegen 060. Elf Meilen, das ist also in greifbarer Nähe. Speed check, Flaps 3. So, dann können wir die Flaps auch gleich voll ausfahren. Einmal müssen wir noch ein kleines Stück nach rechts, glaube ich. Jo. Müsste da hinten irgendwo sein.
Ja, das ist bestimmt gerade wieder die Säule hier davor. Speed check, flaps full. So, dann fahren wir die Flaps voll aus. Da hinten ist er. Da rollt doch gerade einer, oder? Da ist gerade einer am Rollen, aber ich glaube, der ist nie auf der Runway. Approach checklist. Briefings. Confirmed. E-cam status. Check. Seatbelts. On. Baro set. 3-0-3-0. Decision height. 2-0-0. Engine mode selector. It is not okay, sir. It is not. Set normal as wear required. Set normal as wear required. Auto brake. Set. Checklist complete. Checkers for the visual. Runway. 9. Descend and maintain. 2,000. So, wir müssen dann auch noch einen kleinen Bogen fliegen. Was hat man für einen Kurs eigentlich? 8,6. Genau. Wir fliegen 090 und das Feld haben wir in Sicht. Und dann sagen wir Approach. Und lassen den Flieger das Ganze mal von sich aus machen. So, Gleitslop ist okay. Clear visual approach, runway 9, contact tower on 119.40, Lufthansa 550. Tower, Lufthansa 550. So, dann ist alles klar. Gear down. Gear down. So, Gear ist down, Autobrake ist set. Flaps voll. Und noch 3,3 Meilen. Und wir sind clear to land. Runway 9, Lufthansa 550. So, Autofrost ist aus. Schub regulieren wir selbst. Und dann haben wir noch 500 Fuß. Gegenwind 9 Knoten. 5 X-Ray, Sierra, Runway 9, you're clear to land. Spoilers arm. 400. So, landing green checks. Green checked. Minimum. So, Auto Brakes off. Passagiere sind zufrieden.
6, Yankee, Whiskey, Lufthansa, 5-5-0. Spoilers half. Spoilers retracted. Flaps 3, Flaps 1, Flaps 0. So, dann geht's ans Gate oder Apron, weiß noch nicht, was wir bekommen. 5-5-0, Contact Ground on, 1-2-1.60. Die Wege hier sind jedenfalls nicht ganz so weit. Der Flughafen ist nicht ganz so groß. Es ist ja auch nicht Stockholm, wo wir hier sind. Es ist Trondheim. Jetzt nicht die allergrößte Stadt in Norwegen, aber eine sehr, sehr schön gelegene Stadt. So, Lufthansa 550 meldet sich an. So, wo fahren wir hin? Da hinten. Muss ich da wirklich diesen Schlenker fahren? Das ist doch Blödsinn. Da kommen wir doch gar nicht rein sonst. Da fahren wir hier vorne die links ab. Das ist ja nur wirklich mir überlassen, wie ich das mache. So, ein bisschen langsamer. Und dann gucken wir, dass wir auch gerade stehen. Ein Stückchen können wir noch. So. Noch 3 Meter. 2. 1. Jetzt nicht verrecken. Komm. Und da haben wir es. So. Park break off. Park break on. 0. Clear IFR2, Calmer, as filed, maintain, flight level, 350, squawk, 4700, 737 to 800, 6, November, November. Dann haben wir es geschafft. Wir sind in Trondheim gelandet. Es war ein schöner Flug. Landschaftlich natürlich auch einiges zu sehen. Und der Flughafen gefällt mir auch. Hold short of runway 9 730. So, dann machen wir noch unsere November. After landing checklist. After landing checklist. Flaps. Landing checklist haben wir gleich noch vergessen. Spoilers. Disarmed. APU. Start. Radar. It is not okay, ja, sir. Ja. It is not off. Radar. Off. Strobe lights. It is not okay, sir. It is not off. Strobe lights. Off. Checklist completed. Parking checklist. APU bleed. On. Engines off, seat belts off, external lights off, fuel pumps. It is not okay, sir. It is not off. Fuel pumps off, park brake and chocks on. Checklist completed. So, dann haben wir das auch. Warte, wir machen erst noch Stairs und Ground Power. Dann können wir nämlich auch die APU noch ausschalten. External Power haben wir da und da können wir das Flugzeug abstellen. Ja, Doors ist jetzt, lass mal einfach mal. Ja, haben wir es geschafft. Es war ein schöner Flug. Norwegen hat sich landschaftlich auf jeden Fall gelohnt. Auch selbst wie der Flughafen hier noch liegt, in welcher... Ah, in welcher Landschaft, herrlich. Ist das nicht geil? Es gefällt mir sehr gut hier. Ich würde sagen, ich bleibe hier. Und dann haben wir es geschafft. Ein weiterer Flug. Diesmal mit Lufthansa. Ich kriege kein schönes Bild fürs Ende hin. Das hier vielleicht. So. Ja, dann würde ich sagen... Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr einen Daumen da lasst und natürlich auch gern ein Abo. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Mal sehen, was dann kommt. X-Plane haben wir jetzt erstmal 2 Folgen gemacht. Ich glaube nicht, dass da jetzt gleich die dritte danach kommt. Falls ihr das wollt, dann mache ich das natürlich gern. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Haut rein und ciao.